Ja, meine lieben Kleinen, ja, brauche ich draußen. Heute geht's weiter mit der neuen Folge von Medieval. Heute wieder frisch am Start, würde ich sagen. Und rein da auch automatisch. Das Ganze dauert jetzt wieder mit dem Screen. So, ich bedanke mich übrigens an die vielen neuen Abonnenten. Das ist wirklich der Hammer, wie ihr mich zurzeit unterstützt. Auf TikTok, Instagram und halt auch noch auf YouTube. Ich find's einfach bombastisch. So, aber nicht lang schnacken. Der Kürbiskönig schläft. Für eine Audienz bei dieser majestätischen Pflanze müsst ihr all ihre Schoten zerstampfen. Oh Leute, wir haben gar kein Leben. Alter, ja. Das meint ihr jetzt nicht ernst, Leute, wir haben gar kein Leben. Boah. Das fühlt sich ja gar nicht. Okay, Leute, ganz kurz. Ich glaube, ich sollte mein Leben ganz kurz füllen. Ich komme gleich wieder. Jaui. So, da, Leute, jetzt sind wir auch wieder da. Warte mal kurz. Sorry, das knackst, aber ich muss schnell Headset richten. Ich wollte jetzt mein Mikrofon richten. So, wir haben übrigens den Speer der Weisheit mal ausprobiert. Er ist nice. PS, er ist nicht Speer der Weisheit. Ich habe es jetzt einfach nur so gesagt. Da bombt man auch wirklich alles weg. Das Schwert ist okay, wie gesagt. Ich freue mich schon auf das Blaue. Oder den Schild. Der Schild wäre noch besser. Wenn wir den dann auch für immer haben, dann wäre es am besten. Ohne Scherz, auch ein ewiger Schild. Wäre alles ganz nice, dann so ist das ganze Game auf jeden Fall etwas leichter. Aber wie ihr seht, das Schwert ist halt wirklich nicht, das macht nichts kaputt, einfach nicht. Da ist jede andere Waffe dafür besser geeignet, irgendwas zu kaputt. Okay, die Seelen sind da reingeflogen, ich vermute mal. Okay, ich krieg jetzt gerade die heftigen Schaden. Ich vermute mal, dass da unten der Gral ist, denn da wo die Seelen meistens hinfliegen. Ja, okay. Mal schauen. Es wird gemunkelt, die Kürbishexe besäße einen heiß begehrten Drachenedelstein. Wenn ihr einen Hexentalisman besitzt, könnt ihr die gütige Hexe herbeirufen. Okay, dafür bräuchte ich erst einen und ich glaube, ich habe aktuell gar keinen mehr. Doch, ich habe einen. Bin mir nicht sicher, soll ich das jetzt schon tun? Achso, nee, halt, stopp, da vorne ist der Kessel. Okay, die machen viel zu viel Damage, ohne Scherz. Grausam. Ist hier ein Damage rausknallen. Ich weiß nicht, sollen wir es jetzt schon tun, Leute? Das könnte unser Leben wieder minimieren. Ach komm, Leute. Wir haben sogar noch ein silbernes Schild. Seid gegrüßt. Ich bin die Kürbishexe. Die Kürbisse sind wie meine Kinder. Ich hege und pflege sie ihr ganzes Leben lang. Vom Keim über die Reifezeit bis hin zu ihrer Ernte. Und hier seht ihr den Dank. Sie rollen in der Gegend rum und stiften Unruhe. Dieser dumme alte Kürbis hat schlechten Einfluss auf die Kleinen. Wenn ihr ihm eine Lektion in gutem Benehmen erteilt, werde ich euch mit einem schönen Geschenk belohnen. Okay, diesmal wurden wir nicht geschrumpft und sie scheint auch ganz nett zu sein, anstatt die letzte. Lad mal gleich mal auf. Wenn da gleich Kürbisse kommen, sind sie auch gleich weg. Ja, aber der bünzt halt da ordentlich. Nein, aber ich kann auch nicht immer einen Hammer benutzen. Denn er würde ziemlich meine Leistung fressen, dauerhaft. Das ist jetzt ganz kurz Concentration. Die bringen mich gerade wieder um. Sag mal. Ich kann doch jetzt jedes Mal das dicke Schwert aufholen mit ein paar Kürbisse. Ich kann ihn wenigstens wieder aufladen. Ja, ohne Scheiß, ich kann ja jetzt, wie gesagt, das ganze Zeit mein dickes Schwert rausholen. Dafür, dass ich zwei, drei Kürbisse plätte. Das geht doch nicht. Was ist denn das jetzt ständig, Leute? Na, die ganze Zeit hier so kleine Lecks drin. Da schon wieder.
Aha, neuer Schild. Habe ich die jetzt eigentlich doppelt oder nur einmal? Ne, scheinbar nur einmal. Oder so? Nein? Okay. Wir müssen noch zwei, drei machen, glaube ich mal. Also ich glaube, ich sehe schon unseren Endboss. Also hüpft da freudig herum. Ah, ich würde sagen, machen wir es kurz, wir sind nicht dumm. Der Speer sollte uns dann helfen, Kürbis zu erlegen. Da bleiben noch vier. So. Tja, das wär's jetzt schon. Okay, was war da drin? Diesmal war da kein Drache drin. Müssen wir halt bloß ganz genau und ganz sicher gehen. Hat auch nicht viel gebracht, ja, leck mich doch am Arsch. Bringt immer gar nichts. Am besten ist hier wirklich einfach nur um sie herumlaufen. Was anderes kann ich nicht tun, weil das große Schwert, ich weiß nicht, wie ich das jetzt schon verwende. An sich, ich bräuchte halt das Leben ganz drehen und hier abziehen. Noch zwei. Aber andererseits, wenn ich zu viel davon verwende, hab nichts mehr. Falls dieser Kürbis anfängt zu laufen oder so. Hm. Ach nee, jetzt. Okay, Leute. Einfach durchgelaufen. So. Jetzt wechseln wir einfach, dafür brauchen wir es auch nicht. Okay, der Herr wirft nach mir. Der Speer ist krank. Hat mir seinen Schutzkreisel aufgebaut und heilt sich wieder. Nein, komm, das ist ja mal assi. Ich habe mich schon gerade gewundert, warum das so leicht ist. Da. Ja, ja. Gerade aktuell keine Zeit für dich, tut mir leid. Rutsch. Und letzte. Der will mich wirklich verarschen. Machen wir das hier und den hier. Speere sind leider leer. Wie auch immer die so schnell leer gehen konnten. Habe ich da aufgepasst, wo waren die jetzt? Ja, genau von mir. Kann ich gerade aktuell nicht gebrauchen. Hinkt einer? Nein. Doch, 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 halt, 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 da ist einer. Da war einer. War das doch ein Kürbis, das aufkommt? Okay, ich bin gerade so verwirrt, wo noch einer wäre. Ich glaube, das ist gleich wieder zu 100% voll. Gar nicht schlecht. Ganz schlecht. So, wo war der letzte? Oh Mann, heil dich doch nicht so schnell. Nein. Okay, gut. Müsste es jetzt nochmal machen. Hilft kein Wenn und Aber und noch einmal. Schild fast weg, der Dunja komplett. Alter, wie viele Pfeile ich brauche. Verschub dich mal. Elend kranker Boy.
Kamera drehen, danke. Könntest du mal sterben? Sudela, unser Brunnen ist frei, der Kürbis ist besiegt und ich werde fast gestorben. So, ich würde sagen, was war das? Hier ist ein Eingang, ein Ausgang oder Eingang. So, zuerst hier nach unten. Halt, schau mal, wenn jetzt die Hexe. Oh Mann, das könnte jetzt schon das Ende sein und das könnte auch schon das Ende sein. Ich hab. Okay, Leute, wir machen es einfach. Komm. Ein höchst erbauliches Spektakel, Sir. Mann und Gemüse im Duell bis zum Tod. Ach, da wird einem ganz anders. Hier, nehmt zur Belohnung den schönen Drachenedelstein. Ach, Drachen sind so herrliche Kreaturen. So, wir haben den Edelstein geräubert. Dann mach ich hier nach unten. Ja, es gibt ein paar Sachen, die das nicht so einfach umgehen. Achso, das bisschen, mehr kriege ich nicht. Natürlich dürfen wir uns ja wieder voll kaufen, ja, obwohl das geht eigentlich noch. Das geht noch. So, Speere. Auf jeden Fall, die ist eine Bombe. Kein Wunder, dass wir davon nur 30 bekommen, die sind richtig stark. Haben wir keinerlei Einschlagfeuer oben das letzte Mal. Okay, von hier bekommen wir nichts mehr. Die Schildtypen hier auch nicht. Oh. Ja, wie lauft ihr denn herum, fachtes Q? Oh, ihr habt keinen Stil. Ich, Revenus, der letzte Zentaurenprinz, bin schon seit 10.000 Jahren nicht mehr herumgaloppiert. Seid klug, Fortes Q. Nehmt meinen Langbogen, besser als die Armbrust, für Feuerpfeile geeignet, die ideale Waffe. Ich gratuliere. Oh, noch nicht ganz mein Format, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Hohohoho, ein Pfeiler Bogen, Leute. Und wir können ihn sogar aufladen. Nice, 200 Schuss. Ich schätze mal, dass das ordentlich reinfetzt. Und das Schwert, Leute, das Schwert, schaut euch das an. Das ist so schön. Und diesen Schild, unbedingt. So. Schwert oder Schild, eins von beiden. Werden wir uns wahrscheinlich nächste Folge aneignen. Schätzungsweise, also es ist ja nicht mehr so viel übrig. Es ist ja bloß noch... Das ist jetzt so, Leute, nicht, dass ich jetzt hier scheiße, aber. Also, das Schwert ist noch übrig, was wir bekommen können. Die Streitaxt. Bogen haben wir. Und das hier haben wir auch. Also, das hier haben wir nicht, aber Bogen. Speer. Haben wir soweit. Das heißt, nächste Folge geht es dann halt wirklich daran, dass wir noch. Wenn dann. Ich wurde mal wieder um die Axt, Leute. Das Schwert ist bestimmt overpower. Und wenn man sich hier das hier so genau anschaut, ist das das Schwert von oben. Und das ist der große... Jetzt sogar ein kleiner Schild. LOL. Vielleicht kriegen wir noch einen besseren. Auf jeden Fall, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten, wenn es wieder heißt... Doom vs. Medieval.